Okay. Später, wenn alles vorbei und geklärt ist, müssen wir uns über diese Ködersache unterhalten. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Normandy ist schön, aber zum Entspannen nach einer Mission gibt's nichts Besseres als das hier. Die Beobachtungslounge braucht einen Whirlpool. Bin ich auch dafür. Hey, Shepard. Der Restaurantanschlag ist in den Nachrichten. Die zivilen Verluste scheinen sich auf Fische zu beschränken. Die armen Fische. Hallo, Shepard. Es geht doch nichts über einen kroganischen Leibwächter, was? Ich hatte mal einen Kumpel, der war auch so. Also, genau genommen war er nicht wirklich ein Kumpel. Eher ein Häftling, der uns geholfen hat. Ja, das ist eine lange Geschichte. Übrigens, Brooks ist irgendwie niedlich. Ob die wohl auf dem Markt ist? Bestimmt. Shepard. James. Shepard, ich habe was gefunden. Wir können das Team zusammenrufen, wenn sie bereit sind. Nein. Zum Glück ist bei dem Hinterhalt nichts weiter passiert. Keiner von uns hat das kommen sehen. Aber das ist eine Lektion. Kein Abendessen mit Joker. Es endet immer böse. Geh wieder mit Joker essen gehen. Wie lange hat's gedauert, Shepard? 5 Minuten, bis jemand das Feuer eröffnet hat? Andererseits können wir in diesem coolen Geheimversteck abhängen. Solange die Bösen nicht durchs Fenster reinschauen. Schauen Sie ihn unten. Ich wette, Sie haben noch nie gesehen, wie ein Shuttle so runtergeholt wurde. Ich hab's immer noch drauf. Commander, als wir in meinem Zyklus vor dem Kampf geflohen sind, indem wir durch Tanks mit Wassertieren stürzten, haben wir normalerweise... Oh, richtig, haben wir nie. Sie sind eine Pionierin. Danke. Oh, ich habe die Dusche gefunden. Hier war ich vorhin noch gar nicht. Sie haben mich gebeten, von der SSV Normandy zu erzählen. Der Normandy SR-1. Als Commander der Tokyo war ich Berater beim Design der Normandy und später bei den ersten Trainingsflügen auch selbst an Bord. Die meisten wissen vermutlich gar nicht, dass die Normandy ein Gemeinschaftsprojekt mit den Turianern war. Die diensthabende erste Offizierin Eli Zander hielt nicht viel von Diplomatie. Sie verlor während des Baus rasch die Geduld mit dem Getue und den politischen Schachzügen der Turianer. Der leitende Entwickler des Antriebskerns, Octavio Tatum, und sein Team turianischer Techniker waren für letzte Übungsmanöver im KIZ. Die Gemüter erhitzten sich, als Zander das Tarnsystem bis an die Grenze belastete und mit dem Entlüften des IES bis zu einem Punkt wartete, den Tatum für viel zu spät hielt. Ich habe versucht, alle zu beruhigen, aber es endete damit, dass den turianischen Wissenschaftlern Handschellen angelegt wurden. Später kam es dann in Koras Nest noch zu einer Schlägerei zwischen Menschen und Turianern. Heute klingt das witzig. Als ich die Normandy zum ersten Mal sah, war sie das Schönste, was ich je gesehen hatte. Am Tag nach diesem Übungsflug kam Admiral Wright zu mir auf die Brücke. Sie gehört Ihnen, sagte er. Ich kann Sie Sender nicht überlassen. Schicken Sie mir eine Liste, welche Crewmitglieder von der Tokyo Sie haben wollen. Und bereiten Sie sich auf Ihre erste Mission vor. Es war ein kurzes Kommando, dank Saren. Aber dennoch einer der Höhepunkte einer langen Laufbahn. Gott, dann hat sie mir gehört. Ich glaube, jetzt habe ich mit allen geredet, oder? Denke schon. Außer mit dir. Ich werde wegen der Schusswunde einen Bericht schreiben müssen. Sowas soll total kompliziert sein. Es geht schneller, wenn Sie eine Vorlage anlegen. Also ich finde, man wird hier zu oft angeschossen.
Ja, mit der Vorlage geht schnell. Ich habe Resultate. Soll ich das Treffen einberufen? Jo. Los geht's. Wir haben eine Spur. Ich konnte die Waffe zurückverfolgen. Sie führte zu dem Casino-Besitzer Elijah Khan. Er wird verdächtigt, seinen Profit zum Waffenschmuggel auf die Citadel zu benutzen. Direkt nach dem Anschlag auf Shepard führte Khan ein interessantes Telefonat. Ich beende unser Geschäft. Sie erhalten Ihre Vorauszahlung zurück. Was ist das Problem? Wenn ich eine Waffe verkaufe, will ich Sie nicht in den Abendnachrichten wiedersehen. Es gibt keine Verbindung zu mir. Vergessen Sie's. Wir sind fertig miteinander. Und wenn Sie mich erledigen wollen, werden Infos über Sie zur Hauptsendezeit laufen. Denken Sie darüber nach. Khan, Ende. Das ist also unser Identitätsdieb. Er hat anscheinend eine ID-Tarnung. Diese Dinger sind nur sehr schwer zu umgehen. Hallo, Lacey. Wie sieht's mit den Söldnern aus, die uns angegriffen haben? Sie gehören zu einer Privatarmee, die sich CAT-6 nennt, was bekanntlich eine Allianzbezeichnung für unehrenhafte Entlassung ist. Viele haben Vorstrafen, sind steroidsüchtig und auch sonst sehr sympathisch. Zweifellos von dem Dieb angeheuert, nicht von Khan. Das Telefonat war ziemlich belastend. Wie kommt man an sowas? Mit den biometrischen Daten der Waffe, dem Geheimdienst der Salarianer und einer Hanna-Prostituierten mit implantierten Kameras. Im Ernst? Nein, aber die Wahrheit ist langweilig. Oh. Ich fand das gut. Khan war nicht gerade freundlich zu seinem Gegenüber. Vielleicht erzählt er uns was. Dazu wären aber Engelszungen nötig. Wenn er sie sieht, nimmt er vermutlich an, sie seien auf Rache aus. Das Casino hat einen Panikraum. Ich möchte wetten, dass er sich dort verkrochen hat. Wir können mit Programmen von Edi die Tür hacken, aber dann bleiben noch Kameras und Wachen. Ja, Khan könnte verschwinden oder schlimmer. Wenn seine Wachen feuern, sind normale Leute gefährdet. So wie ich. Sie hat recht. Wir dürfen ihn nicht verschrecken. Kleines Team, keine Schusswaffen. Dr. Tassoni, heute Abend findet in dem Casino ein Charity-Event für Kriegsflüchtlinge statt. Kauf ein paar Tickets, Cliff, und dann zeig uns einen Plan des Gebäudes. Okay, und wie nah kommt man daran? Panikräume haben meistens keine Hintertür. Dieser Luftschacht führt am Sicherheitstor vorbei und endet im Lager. Von dort lässt sich die Türkamera des Panikraums deaktivieren. Trotzdem reden wir von einem Casino. In dem Schacht gibt's sicher Alarme. Ich habe dafür vielleicht Gegenmaßnahmen. Wenn wir drin sind, kann ich mehr sagen. Wer geht in den Schacht? Man muss da zu klein sein. Für mich ist das nichts. So viele gegrillte Varenbeine. Meine Anwesenheit im Casino wäre verdächtig. Macs sind verboten, weil sie Betrugssoftware einsetzen könnten. Sie brauchen jemanden mit einer Ausbildung in Null-Emissionstech. Keine Elektronik, kein Metall, nur nicht feststellbare Kunststoffe. Ich hatte da mal einen Kurs und musste eine Bombe mit einer Pinzette entschärfen. Die Bombe war mit Rasierschaum gefüllt? Okay, Sie sind dabei. Was? Nein. Was? Sie haben es selbst gesagt. Wir haben alle zu viel Tech. Aber auf mich wurde geschossen, weil ich mit Ihnen reden wollte. Und jetzt soll ich mich in einen Panikraum hacken? Du schaffst das schon. Wir unterstützen Sie. Sobald ein unlösbares Problem auftaucht, erhalten Sie Schützenhilfe. Nachdem das geklärt ist, gibt's nur noch eine Hürde, um reinzukommen. Und die wäre? Abendgarderobe erforderlich. Ich dachte, ich verkleide mich als Engel. Damit er keine Panik vor mir bekommt. Vera hat gesagt, sie kann doch was regeln. Außerdem will ich sie in der Abendgarderobe sehen.
Sie sehen heute ganz reizend aus. Gleichfalls. Mörder-Outfit, was? Na, ich hoffe nicht. Ich gehe zum Lüftungsschacht. Wünschen Sie mir Glück. Liara, irgendein Input? Khan hat viel Überwachungstechnik. Ich würde mich unter die Gäste mischen, um normal zu wirken. Okay, Liara. Ich nehme Kontakt mit dem Gesindel auf. Unter die Leute mischen. Upsi. Kann ich einfach die Bar nicht besaufen? Gibt's nicht richtig? Oh, eine Bar! Ach. Hi. Mission Impossible. Nein, nein. Ich bin keine Kandidatin für den Citadel-Rat. Ich will in den Stadtrat des Akara-Bezirks. Hi, Elsbeth Moraine. Ich kandidiere für den Stadtrat des Akara-Bezirks. Sind Sie eine Bürgerin hier? Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Politikern. Wer nicht? Deshalb kandidiere ich ja. Ich habe Anführer satt, die Verbindungen zur Trockenlandpartei, Cerberus oder Schlimmerem unterhalten. Ach? Der Bezirk braucht Flüchtlingsunterkünfte, Sicherheitseinrichtungen, Jobs. Er braucht einfach alles. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das alles mit einem Freund wie Elijah Khan im Rücken auch umsetzen kann. Commander, ich bin oben bei dem Gitter, das zu dem Schacht führt. Aber es gibt ein Problem. Können wir uns treffen? Na, weiß ich nicht. Bin ich einfach weiter unter die Leute mischen? Verschieben Sie meine Tour durchs Lager von 1 Uhr auf 3 Uhr und den Termin um 3 auf 5. Dann bleiben dazwischen 10 Minuten, um irgendwo was zu essen. Boah, kannst du 10 Minuten? Nochmal zusammengefasst. Morgen geht's los mit der Stiftung Traumhilfe. Dann Blutspende, Flüchtlingslager und Krankenhausführung. Das klingt ja, als hätten Sie einen Beruf daraus gemacht. Ich versuch's. Miss Rios glaubt, dass wir eine Verpflichtung gegenüber den weniger Glücklichen haben. Natürlich. Und wie gefällt Ihnen die Party bis jetzt? Welche Party? Hä? Dann war das Event hier. Was ist los mit der? Okay, genau wie wir dachten. An dem Gitter ist ein Alarm. Wir müssen ihn überbrücken. Nehmen Sie das hier. Es ist eine Resonanzimpulslinse. Damit können Sie Sicherheitsraster und Kabel sehen. Gut. Ich folge der Verkabelung zu einer Anschlussbox, überbrücke sie und deaktiviere den Alarm. Ich drücke die Daumen. Die Linse funktioniert. Gut. Folgen Sie dem blauen Kabel. Ich sag's jetzt einfach mal. Nicht versuchen, eine Kamera zu überbrücken, wenn man beobachtet wird. Sicher? Warum nicht? Ja, tanzen! Wissen Sie, ich habe großen Respekt vor mir. Ich sehe einen Anschluss in der Wand. Aber darauf ist eine Kamera gerichtet. Shepard, ich schicke einen Hack an Ihr Universalwerkzeug. Er täuscht die Kamera, zerstört sich aber nach wenigen Sekunden selbst. Alles klar. Okay. Die Überbrückung ist drin. Sehr gut. Das Gitter ist jetzt offen und... Juhu. Das könnte eine Weile dauern. Okay. Boah, eine Bar. Die Drinks gehen heute Abend aufs Haus, Ma'am. Geil. Was darf sein? Nichts Abgefahrenes. Ich will danach noch gerade gehen können. Sie kriegen einen Tessia-Tempel. Sind Asahi-Drinks normalerweise eher harmlos? Nicht alle. Für Mr. Khan haben wir vorhin ein paar Gelatine-Shots gemacht. Auch ein Asahi-Drink. Haut aber rein wie eine Schrotflinte. Okay, dann. Okay. Jonathan, ich bin nicht gerade in deiner Stärke. Ey.
gehört, Ihr Rat soll so gut sein, dass es an ein Wunder grenzt. Also was werde ich in den nächsten paar Minuten erleben? Enttäuschung. Oh, hey. Nett. Commander Shepard, ich wusste, dass ich bei dieser Soiree eine gefährliche Person treffen würde. Ich bin Shaira. Ja, die berühmte Konsortin der Asari. Ich weiß, wer Sie sind. Nein, Sie haben von mir gehört. Das ist etwas völlig anderes. Spitzfindigkeiten. Das ist wahr. Guten Abend, Officer. Ma'am. Spielregeln. Um das Spiel zu starten, legen Sie Chips auf eine der folgenden Möglichkeiten. Eine einzelne Zahl, einen Zahlenbereich, rote Zahlen, schwarze Zahlen. Einzelzahlen bringen die höchsten Gewinne. Mehr Zahlenwerte bringen niedrigere Gewinne. Sie können bis zu 3 Wetten auf dem Roulette-Tisch platzieren. Danach wird das Rad gedreht. Jede Wette kann aus mehreren Chips bestehen. Platzierte Wetten können nicht zurückgenommen werden. Seine Aufmerksamkeit. Okay. Menu. Commander, die Wache steht immer noch unten an der Treppe. Ich weiß. So close. Komme ich denn hier wieder raus? Baby, komme ich denn hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ja, jetzt habe ich mich hier wieder raus. Jetzt nicht mit Escape. Ich sitze hier auch fest. Ja, dann muss ich hier halt nochmal spielen. Das hatte ich eben. Mist. Ich bin nur etwa 6 Meter weit in dem Schacht. Direkt über dem Treppenaufgang. Ich weiß. Was? Niff? Nö. Irgendwie ja nicht so. Ja, ich drücke. Immer noch.
Guten Abend, Officer. Ma'am. Krass. Tom, ich mache jetzt. Commander, ich sitze hier fest. Jaha. Entschuldigung, ich glaube, auf der Damentoilette hat jemand Drogen konsumiert. Verstehe. Konnten Sie die fragliche Substanz identifizieren? Roter Sand. Zentrale, wir haben eine Sandschluckerin in den Toiletten. Wurde versucht, biotisch Einfluss auf das Spiel zu nehmen? Momentan nicht bekannt. Stelle jetzt die fragliche Person. Schicken Sie Verstärkung. Wir kümmern uns darum, Ma'am. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Sie können weiter, Brooks. Danke, Commander. Mal sehen, ob ich es bis zum Panikraum schaffe. Und ich verschmelze wieder mit der Masse. Langsam, aber stetig. Wir kommen schon zu Khan. Es ist für eine gute Guten Tag. Für jeden Tausender, den du verlierst, bekommt ein armer Mensch oder Watcher oder sonst was ein Dach über dem Kopf. Das ist der Schuh. Hallo. Ist es nicht wunderbar? Und ich war fast sicher, dass niemand kommen würde. Wir können durchaus Einsatz zeigen, wenn wir müssen. Mir tun die Menschen so leid. Wenn sie eine Bleibe brauchen oder so, sagen sie mir einfach Bescheid. Was? Im Moment habe ich eine Bleibe. Aber trotzdem, danke. Und davor hatten sie nichts? Es ist so mutig, dass sie durchgehalten haben. Ja, Menschen sind ziemlich zäh. Sagt ja schon dieser Spruch von ihnen, einen Steifen im Ohr kriegen. Die Ohren steif halten. Richtig, natürlich. Was habe ich gesagt? Ein Steifen im Ohr kriegen. Wir trinken immer bis auf eine Party. Prost. Oh, Geldautomat umgehen. Ich kann nicht widerstehen. Ich habe das Gefühl, ich habe kein Geld bekommen. Lalo. Ich dachte, ich krieg Geld. Ja. Ich höre, Brooks. Vor mir sind eine Druckplatte und ein Behinderungsdetektor. Ich kann sie nicht von hier aus deaktivieren. Okay. Edie, ich brauche eine Tech-Lösung. Brooks, bleiben Sie, wo Sie sind. Wir suchen ein paar Anschlüsse und schalten die Sensoren aus. Okay. Folgen Sie dem roten Kabel. Ist rot. Ich kann das eigentlich auch benutzen. Oh, ich kann das auch benutzen. Oh, das rote Kabel. Bei den Roulette-Rädern gibt es einen Anschluss. Aber er ist direkt im Blick von zwei Wachen. Durchhalten. Das wird schon. Ich kann ihn ablenken. Sagen Sie wann. Sehen Sie eine Wache an, um sie auszuwählen. Toll. Ich habe oben in der Menge einen Taschendieb beobachtet. Sekunde, Ma'am. Ich kontaktiere unsere Überwachungszentrale. Dann können Sie ihn mir zeigen. Sie können jetzt beruhigt weiterfeiern. Verdächtiges Verhalten auf meiner Ebene. Ein Wachmann hat mich entdeckt. Wenn Sie sich normal verhalten, geht er hoffentlich weiter. Ich weiß nicht, wie ich mich... Was sind Menschen?
Shepard, unter die Menge mischen. Ich versuch's doch. Oh, eine Anwältin. Ich jetzt rufe sofort. Zurück. Hier ist eine potenzielle Klientin. Gefällt Ihnen die Party? Das hier ist pures Adrenalin für mich. Nachher tritt an der Bar ein Feuerschlucker auf und über dem Bezirk gibt's ein Feuerwerk. Feuerwerk im luftleeren Raum? Geht das überhaupt? An Silvester hat's auch geklappt. Egal, wie sie es gemacht haben. Das war der reinste nukleare Wahnsinn. Nett. Ich überbringe Grüße von der Konsortin Shaira. Sie hat mich angewiesen, einen Termin mit Ihnen zu machen. Ich glaube, ich hab's geschafft. Teste den Behinderungsdetektor. Und ich glaube, es ist alles in Ordnung. Folgen Sie dem roten Kabel. Doch, welches Kabel?